Hast du Spaß? David, ich jetzt fehlen ihm die Worte. Du blöde. Ja, okay. Ich lese es jetzt nicht nochmal vor. Alter, mein dummes iPhone ist zu blöd, um Minecraft zu schreiben. Ich bin gerade am überlegen, soll ich den Creeper in Tilos Haus locken? Nee, nimm dir einfach ein bisschen TNT von mir. Ja, aber ich finde Creeper witziger. Na, komm mal her. Komm mal her. Alter. Alter, ey. Wenn ich das war der Cobblestone-Weg. Schön. Lol. Alter, echt, jetzt muss ich das hier alles wieder aufbauen, weil dieses verfickte... Wo ist der Stein eigentlich? In der Eislandschaft. Der hat nämlich, der war so behindert. Der hat sich nämlich in mein Bett gelegt und hat das Bett gerade kaputt gemacht. Also, ja, ihr braucht mir nicht zu sagen, dass ich fast genauso gut bin wie Albert Einstein. Man muss sich doch manchmal echt fragen, wo diese Dummheit herkommt, oder? Lol. Oh, es ist gerade ein Gewitter eingeschlagen. Moment. Mach mal die Geräusche volle Lautstärke. Ah, kacke, ich liebe. Das geht mir irgendwie auf die Eier. Alter, Jonas, da hinten ist gerade vor dir genau der Blitz eingeschlagen. Ich weiß. Ja, das habe ich gesehen. Das hat man sogar von hier hinten gesehen, aus der Sumpflandschaft. Schön. David? Ah? Moment. Ich muss mal gerade hinzufügen. Ab jetzt benimmst du dich sozial. Dann können wir David, Freunde sein. Sagte sie mit einem Punkt. Moment. Ich habe zwei Tintensäcke und ein Teichblatt, ja? Ich bin also höchstens gut bewaffnet. Wow! Boah, ey, Alter, ich gebe dir direkt alles, was ich habe. Ich habe keine Chance. Ey, komm mir ja nicht zu nah, Jungs. Mein Diamantschwert, meine Diamantschutzsacke, alles nutzlos. Ja. Gell, Jod, David. Gegen dem seine beiden Tintensäcke, ey, da hat man keine Chance. Das klang grad falsch. Das klang gerade richtig falsch. Oh ja. Alter, da hast du so richtig keine Chance dagegen. Ich werde dich so zerren. Übel. Alter, hat jemand mein halbes Haus weggesprengt? Das war schon vorher halb weggesprengt. Nein, ich habe da wieder eine Holzwand hingebaut. Also danach habe ich nichts mehr gemacht. Stammen klauen Erde und Creeper klauen Holz. Soll ich dir übrigens sagen, wie dein Haus in die Luft gesprengt worden ist? Oder weißt du es schon? Ja. Wie denn? Deine Mama. Ich hab einfach ein TNT unter die Druckplatte gesetzt. Na? Er hat dazu einen detaillierten Plan gezeichnet. Einen sehr detaillierten Plan. Ich tue jetzt mal Lebensmittel da rein. Die Werkzeuge. Oh Gott, da kommt das Grauen. Da kommt was das Grauen, oh, kommt David. Da, kommt da der Daniel. Fick dich. Tief fest. Habe ich dich beleidigt? What the hell? Alter, hinter mir ist gerade ein Creeper in die Luft gegangen und ich habe das nicht gemerkt. Ja, Alter. Das habe ich gehört. Wie behindert war das denn jetzt gerade? Trollisch. Alter, ich muss aufpassen, wenn ich jetzt verrecke, dann bin ich wieder in der Eislandschaft. Das wäre jetzt bitter, ey. Oh ja. Ich glaube, dann würde ich anfangen zu weinen. Ach so, du würdest anfangen zu weinen. Tilo, du hast es immerhin verdient, in der Eislandschaft zu sein, weißt du? Na, Tilo, was geht? Alles Butter? Fluffy? Hey. Hi. Hi. Was ist denn mit dem kleinen Stein los? Alter, Jonas! Mann, ich wollte doch nur mal gucken, was du da drin hast, Alter. Tilo! Warte. 1, 2, 3, jetzt! Alter! Sondern... Alter! Ja. Tilo, wenn du noch einmal in die Nähe meines Grundstücks kommst, dann... Ja.
Yay, boah, ich stecke einen Spielfehler fest. Da muss ich mir noch eine Drohung einfallen lassen, ey. Oh. Oh, ey. Übel. Mann, 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 was hat denn der Daniel in deiner Erziehung bloß falsch gemacht, ey? Alter, ich komm dir jetzt dahin. Alter, Jonas? Ja. Nee, Jonas, was soll das Feuer, da war ich nicht. Ey, bei mir sind gerade 2 Blitze im Haus eingeschlagen. Guck mal auf mich gerade drauf. Ja, ich seh dich. Alter, ich hab die Erdbücke abgebaut und wenn ich da wieder welche hinsetze, brennt das immer noch. Was ist das denn? Keine Ahnung. Hallo? Oh, ich seh's. Alter. Ja? Dela. Das ist doch schön. Alter, ich komme jetzt zum Daniel. Der hat ja einen total geilen Balkon. Ich weiß, kommst du hoch? Ja. Alter, der steht da oben, ey. Ich glaube, ich mache mir jetzt einen Freiluftbogen und baller den Daniel ab. Zum Freiluftbalkon brauche ich auch noch. Ey, Thiel, aber weh, du snackst mich einmal, dann bring ich dich um. Alter, gehst du weg? Ich will den Zaun hier wieder hinsetzen. Dann tue ich dich wegeliminieren. Haben wir uns da verstanden? Alter, endlich hat's aufgehört zu regnen, ey. Das ging mir so auf die Eier. Mir auch. Ach, Jonas, guten. Ey, warum machst du meinen Zaun da weg? Hast du einen Knall? Ja, du musst da mal ein Zauntor ja, hinmachen. Hast du einen Knall? Ja. Tilo, wohin gehst du? Tilo! Ah! Was macht der da? Wir machen jetzt Hausparty bei dir. Ja! Alle um die Leiter hier rumrennen. Yeah! Ich kann euch gar nicht sehen, ihr seid gar nicht auf dem Balkon. Ihr habt mich angelogen. Gehst du von meiner Truhe weg? Ich guck mal, genau, wir haben dich bitterböse angelogen. Ich guck mal gerade, ob der T-Leute welche Sachen klaut. Als nächstes geht er nämlich jetzt zu mir und klaut mir Sachen. Ja, das ist mir scheißegal, solange er sich von meinem Grundstück fernhält. Solange er sich von meinem Grundstück fernhält, kann er gerne, keine Ahnung, mit Daniels Schweinendinge tun, aber Alter, Thilo, das ist zu nah an meinem Grundstück. Schade. Lol, was ist denn hier? Der hat einen unterirdischen Kobbelweg. Wie ist das denn bitte? Ja, ja. Den hab ich gebaut, weil er hier schon den Garten hatte, als ich den Cobblestone-Weg gebaut hatte. Thilo, du stehst ja an meinen Kisten. Geh weg. Keiner geht zu nah an deine Kisten rein. Wir halten jetzt sogar... Alter, das ist echt nicht fair. David, hol mich sofort in die Eislandschaft. David, hol mich sofort zu dir. Hier keinen Zwang an. Hi, oder David. Du wirst es bitterböse bereuen. Mal kurz an die Zuschauer. Tut mir leid, wenn ich gerade nicht so viel mache, aber das ist einfach nur witzig, den zuzusehen. Alter. David. Das ist noch bereuen. Oh ja, danke schön. Ich mache jetzt weiter mit Scheiß. Okay, ich muss dir wieder hinterherlaufen. Ich springe jetzt zum Beispiel auf Davids Beeten rum. Das ist lustig. Und das ist auch gut für die Muskeln. Und es sieht gut vom Balkon. Alter! Der macht mich so krass. Das ist nicht fair! Dilo, wenn du dich dann mal ein verficktes scheiß Grundstück fernhältst, dann müsste ich dir nicht wehtun. Hi, David. Haben wir irgendwann Werkzeuge leihen, mit denen ich David Sachen kaputt machen kann? Deine Mutter ist ein Werkzeug, mit dem du meine Sachen kaputt machst. Scheiße, der schießt mich ja ab. David hat auf dich geschossen. Du blödes Wichskind. Ich hab doch das gesagt, du hast doch voll auf den gezielt. Ich habe überlegt, ob ich ihn abknallen soll. Hab ich doch gedacht, nee, reicht für mich, wenn ich ihm drohe. Du hast mir mein Schwert aus der Hand geballert. Ich habe keine Ahnung, wie du das gemacht hast, aber... Was? Du hast wahrscheinlich aus Versehen anstatt W Q gedrückt. Mach ich ganz oft. Jonas? Das ist mir etwas zu... Ich hab dich lieb von der Alina sagen. Sehr gut, dass du das in der Aufnahme sagst. Ich hätte aber auch ohne das Wissen weiterleben können.
Ich schreibe da.